So, wir sind auf meiner Skyblocks-Insel am Start und damit erst nochmal herzlich willkommen an alle, die hier gerade im Livestream sind. Herzlich. Ich mal ein bisschen, ich muss mal kurz was essen. Ja, iss mal was, ich komme gleich wieder. Ich bin nämlich fast weg, ey. Dann machen wir eben einen Kohletotem hier. Kannst du dich einfach auf eine Klippe stellen, wo die nicht hinkommen und dann kannst du die ganz in Ruhe besiegen. Weil du hast irgendwie ein bisschen eine weitere Reichweite. Birkenholz. Warte mal. Kartoffeln. Das bringt ihm jetzt alles nichts, ne? Weil er da die Seeds bräuchte. Oder haben wir hier Seeds? Ich bin Admin. Zwiebeln habe ich auch nicht, die Seeds, oder? Was könnte ich denen geben? Tomaten. Tomaten hätte ich. Und ein Grape Seed hätte ich auch. Papa, wie lange dauert das bei dir, bis du hierher kommst? Warte, ich bin kurz zu unserem Zuschauer geflogen und will dem gerade mal ein Totem schenken, irgendwas, was er gebrauchen kann, weißt du? Ganz viele Iron Totems, was der Iron Totems braucht. Und wieso gibst du deinem eigenen Sohn nix? Die habe ich gerade schon was hingestellt, du kleiner. Du also kleiner, du. Ich habe nichts gesehen, weil ich die ganze Zeit hier am Kämpfen bin. So. Ganz fleißig. Und du ganz. Karotten, so. Weizen, Onion Seeds. Ach, guck mal hier. Ich habe 3 Onion Seeds. Warte, pass auf. Ich gebe dem jetzt mal. Ich bin jetzt einfach mal so. Grape Seed nützt mir jetzt nichts. Onion Seeds könnte ich 3 hier hinpacken. Dann kriegt er auch das Onion. Dann kriegt er auch das Onion Dingsbums. Warte, pass auf. Wie funktioniert das? Ich erkläre dir das auf. Pass auf, ich erkläre dir, wie das funktioniert. Ich stelle jetzt das Onion Totem hier hin. Und dahinter die 3 Seeds. Und dann pflanzt das immer automatisch nach. So wird, und dann musst du nur das Onion-Totem ab und zu mal leer machen. Eins, zwei, drei. So. Und dann musst du nur ab und zu mal reinschauen ins Totem und dann kriegst du automatisch Zwiebeln hier. Mann, hab ich wenig Gold. Sehr gerne geschehen. Ja, treue Zuschauer kriegen bei mir auch immer was. Also generell jeder Zuschauer kriegt bei mir was, ne? Kannst du mich einladen? Kannst du mich einladen, bitte? Möchte was bauen? Natürlich. Was ist das? Erstmal die ganzen Eulen. Solange du nicht klaust, ansonsten nie wieder. Carrots rausnehmen. Avocado. So. Jetzt könnten wir natürlich auch Folgendes machen. Wir könnten natürlich gleich sagen, wir gönnen ihm das gleich mal so hier. Dann fallen die Zwiebeln hier vorne runter. Und dann braucht er aber noch eine Industrial Chest, wo sie reinfallen. Jetzt habe ich aber keinen da, ne? Und ich guck mal schnell, ob ich dem eine Industrial Chest gebaut kriege. Da fliege ich mal schnell nach Hause. Müsste doch theoretisch möglich sein, oder? Da brauchen wir erstmal eine normale Chest. Medium Chest, wo ist die? Warte mal. Wir hatten ja hier umgebaut. Das ist ja ganz verrückt hier. Medium Chest. Wooden Planks. Oh nein! Aber ich brauche auch richtig Holz jetzt. Jetzt muss ich mir richtig Holz erstmal reinholen. Du, das kann doch einen Moment dauern. Ich brauche Holz erstmal ohne Ende. Was ist ohne Ende? Na, ich muss also ein paar Bäume fällen und ein paar schnell ein paar Holzbretter zusammenpacken hier. Ich brauche einen kleinen Moment. Na, ein bisschen. 50. Das ist der Avocado-Baum. Ja, würde ich nehmen. Würde ich nehmen, ja. Wir sind zu zweit auf dem Server. Möchtest du mich dafür bezahlen? Oder soll ich dir das einfach gratis geben? Na, warte, du kannst. Ich bezahle dich natürlich auch dafür. Ich habe auch 74 Pinewood, wenn du willst. Oder brauchst du normales Holz? Normales Holz? Davon habe ich 12. Das wäre schon super. Ich habe 3. Ja, bezahlst du mich? Was hättest du gerne? Was hättest du gerne als Bezahlung? Vielleicht 50 Cent oder so. Was? Mit echtem Geld meinst du? Nein, mit Geld in hier dem Spiel. Ach so, du hättest es natürlich auch folgendermaßen machen können. Ich hätte ja auch am Vending-Automaten vorne sagen können. Du kannst das Holz da verkaufen. Wollen wir das so machen? Kannst du da nicht was machen?
Du kannst es einfach machen, verkaufen Gold. Okay, ich gebe dir einfach Gold. Ich habe Goldbarren, gebe ich dir. Das nehme ich auch an. Wo sind die? Hier sind die Setzlinge. Na bitte. Also das ist kein Gold, was du da in der Hand hast. Wieso drehst du dich die ganze Zeit im Kreis? Weil ich sehen wollte, was ich in der Hand habe. Was? Ich wollte sehen, was ich in der Hand habe. Kannst du auch unten im Inventar sehen. Aber kannst mir jetzt auch eine Vending Machine geben? Ich wüsste nicht, wie man die baut. Dafür braucht man Kristallteile, Rain. Das habe ich halt überhaupt nicht. Man braucht dafür Kristallteile. So, ich mach mal schnell. Wieder 50.000 Millionen Iron in Inventar zu haben. Da war's Elisabeth weg, ne? Ja, wir sind jetzt alleine. Trotzdem werde ich diese Chests dann mal. Ich mach trotzdem mal das Holz fertig. Hab ich einfach keinen Bock. Warte mal, Holz wird. Warum dauert das jetzt noch Jahre, bis ich mein Korn weggeworfen hab? Da schau mal. Hier ist Holz. Ich muss mal gucken. Warte mal ganz kurz. Wie kann man hier Schilder bauen oder irgendwie sowas? Woran erkenne ich denn? Was, ich will ja sehen, was der Ofen ist fürs Holz und was der ist fürs Eisen. Beziehungsweise Quatsch, fürs Brot. Kann man nicht, ich könnte ja ein Holz davor bauen einfach. Oder oben drüber könnte ich ein Holz bauen, ne? Hast du Holzschild? Nein, ja genau. Gibt es ein Schild, wo man Text draufschreiben kann? Ich schau mal gerade. Hier zwei. Hier muss auf jeden Fall auch noch eine Kiste hin. Deswegen bauen wir bauen jetzt auf jeden Fall eine Medium Chest erstmal. Krass, wie cool das geht, ne? Hier, siehst du das? Absolut phänomenal, ne? Und hier ist schon voll. Da muss man relativ schnell sein. Es werden dann mehr Bretter. Okay, es wird, gibt's halt nicht. Schade, ne? Kannst du mir was schenken? Also einladen? Wie, also... Von den Brettern meinst du? Nee, ganz normales Holz. Das ist gerade eben hier verbrannt worden. Hier. Aber da hinten sind wieder neue Bäume gewachsen, guck mal. Da ist ja noch was drinne. Dann nimmst du ja raus. Okay, ich nehme zwei raus. Dann baue ich noch mal. Ist das hier der Avocado-Baum? Nee, ne? Das ist die Avocado. Ich erkenn's nicht, ne? Ups. Hier hängt ein Avocado dran. Ich erkenne wirklich nicht, was Avocado-Bäume sind, ne? Was normale. Das ist ein normaler Baum, oder? Ich habe eine Torch, die kannst du irgendwo auf. Nee, das war ein Apfelbaum. Maple. Scheibenhonig. Was ist das denn? Torch. Die kannst du irgendwo hinstellen, dann hast du da Licht. Ach, Kerzen. Du hast die Kerze gebaut. Cool. Ja, soll ich dir das irgendwo hinstellen, Anna? Kannst du sehr gerne. Oder bei dir. Kannst du auch bei dir hinstellen. Machen soll. Kannst du mal gucken, ich habe bei dir Avocado-Bäume hingestellt. Avocado? Ja, ich habe einen gesehen. Einen aber. Nee, du hast zwei neben deinem Tor noch. Okay. Wenn du hier ein paar Blue Flowers hast, könnte ich Blue Clay machen und damit dein Twitch-Symbol aushüllen. Blue Flowers? Na, irgendwo habe ich Flower Seeds, aber ich weiß nicht welche. Mir auch einfach welche kaufen gehen. Boah, wie voll. Hier muss ich auf jeden Fall was machen. Bin im Talk, hatte Glück im Pet-Opening, hab Letchy Skelett bekommen. Ah, cool. Hallo Letty, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Livestream. Ah, hier ist eine Blue Flower. Moin, Luca. Hallo. Hier ist noch eine Blue Flower. Die haben heute gerade ein schönes Update rausgehauen bei Roblox. Wir sind hier gerade ganz gechillt dabei, das kennenzulernen, die neuen Sachen. Also die haben nur die Grafik so verändert und so. Was, du hast Bauchweh? Ja, weil das hier so neu ist alles.
Oder ich muss einfach auf Toilette, vielleicht ist es einfach das. Oh Mann. Das ist ein Knilch, oder? Sagt mal, ist das nicht ein Knilch? Das ist ja so neu in dem Update. Also die haben halt ein bisschen was grafisch überarbeitet, das sieht schon sehr schön aus. Ja. Ich muss das Sache mal auf Toilette. Ich komm vielleicht mal später wieder. Tschüss. Das ist ein Kunde. Ich brauche einen Propeller. Du hast da mal, Luca, hast du einen Propeller übrig? Leider nicht. Den kann man angeln. Hast du schon geangelt? Also, dass man den angeln kann, war mir bewusst, aber da muss man lange. Ich habe vorhin versucht, aber da muss man ja echt lange angeln, ne? Naja. Das ist alles Avocado? Das sind alles Avocados, ne? Ja. Käse ist das. Ich werde vielleicht mal Folgendes machen. Ich baller einfach hier. Vielleicht baller ich einfach hier die ganzen Obstbäume hin. Und dafür da drüben eben die normalen. Guck mal hier. Ach, hier gehören ja eigentlich Seeds hin. Beeren-Seeds. Habe ich noch ein paar Beeren? Habe ich noch ein paar Beeren-Seeds? Warte mal. Tomaten. Yellow Flowers habe ich. Die kann ich ja wirklich mal setzen. Die setze ich auch mal irgendwo hin. Das kann ja theoretisch nicht schaden, ne? Blue Flowers habe ich. Zwei Stück. Na, dann muss ich ja auch zwei irgendwo Seeds dazu haben, oder? Das Campfire, was ich irgendwie nicht mehr brauche. Limonen. Fertilizer ist Dünger. Tomatenzeug. Blue Flower Seeds, okay. Dann machen wir das jetzt mal in hübsch. Red Flowers? Das machen wir jetzt mal. Die Blumen bringen ja, dass wir da was Gescheites draus machen können. Also, Karotten Seeds nützen mir nicht, aber Red Flower Seeds setzen wir auch noch ein paar. Jetzt ist nur die Frage, Weizen brauche ich nicht, Grape brauche ich auch nicht. So ein Busch wäre nicht schlecht, so ein na gut, das machen wir dann später. Ich gehe mal schnell hier Blumen setzen. Red Flowers. 1, 2, 3, 4. Blue Flowers, 1. Und Yellow Flowers, 1, 2. Lass mal Blumen wachsen. Lass mal wachsen. Durst habe ich. Avocados, die bringen wir nicht. Ich brauche den Propeller, ey. Guck, wenn du bei mir jetzt mal auf die Insel kommst, siehst du zum Beispiel Luca. Du bist ja gar nicht online. Du bist ja gar nicht online im Spiel. Wir haben einen privaten Server jetzt. Okay, ich bin immer noch gerade in Hypixel drin. Ich möchte mir den Twitter gerade testen. Okay. Ne, also wenn du bei mir auf der Insel, da siehst du zum Beispiel jetzt aktuell, wir haben jetzt die Laterne dahingestellt, dass das so glänzt jetzt im Licht. Also das haben die zum Beispiel eingebaut. Sieht sehr romantisch aus. Außerdem geht die Sonne gerade unter und dann geht der Mond auf. Okay. Komm, wir gucken mal ein bisschen Sonnenuntergang an. Guck mal hier. Da ist sie weg, die Sonne. Wo ist der Mond? Da. Och, guck mal. Sieht geil aus. Mein Skype jetzt sehr gut Schaden macht. Das ist geil, oder? Das sieht schon ziemlich nice aus, wie der Mond da über dem Logo hinten auftaucht. Jetzt muss ich noch natürlich mein YouTube und mein Twitch-Zeichen beleuchten hier. Sieht schon ziemlich nice aus, ne? Was ist denn das für ein Spiel, wo du ein Pad hast? Ist auch Skyblock, nur für Pixel. Und bei Skyblock, und da ist es Skyblock, und da hast du aber also auch echte Gegner, also Mobs und sowas kommen da auch dazu, ja? Ja. Das haben wir ja früher auch gespielt. Wir hatten ja schon mal ein Skyblock Realm auf Minecraft Pocket Edition. Und jetzt ist es ja so, dass wir jetzt auch einen Plugin installieren könnten, damit andere nicht mehr griefen können. Also wir könnten wieder mal
Minecraft Pocket Edition den Realm aufmachen. Verschiedene Mobs und alles drauf. Die haben verschieden viel Leben, machen verschieden viel Schaden, können auch verschiedene viele Sachen droppen. Und bald kommen auch Dungeons rein. Ich habe mein Pet macht zum Beispiel, dass ich mehr Bogenschaden mit Dungeon mache. Okay. Also wir sehen, da passiert was. Das ist der Zitronenbaum. Ach, der ist eingezäunt. Guck mal. Ach, guck mal. Das ist nice. Die wichtigen Bäume einzäunen, da kann man erkennen. Ach, guck mal, das ist ja eine nice Idee. Das mache ich doch glatt auch. Das will ich jetzt machen. Jetzt gehe ich da mal hin, zack, und dann gehen wir mal schnell Zaun bauen. Das muss ich doch hinkriegen, oder? Ich muss doch Holz dabei haben. Hier sind auf jeden Fall Torches. Guck mal, ach, guck mal. Lass mal ein paar Torches kraften. Hat mein Sohn davon auch gerade gemacht. Eine Tür will ich auch mal haben. Pinewood brauche ich dafür. Und hier haben wir jetzt normalen. Guck mal, normalen Zaun. So, jetzt haben wir das. Und jetzt machen wir mal die Tür. Also hier bräuchte man ja eine Tür fürs Haus eigentlich, ne? Weil das ja hier ins Haus ganz verrückt rein. Aber das ist ja noch kein echtes Haus. Das ist ja schon noch ganz schön, naja, Katastrophe, ne? Aber hier gehen wir mal dahin. Guck mal, und hier ist mein Apfelbaum. Der eigentlich auch total cool aussieht jetzt, ne? Und dann machen wir jetzt mal. Einen. Ach so, aber der ist zu hell, ne? Ah, sieht doof aus. Der Gamer Tobi ist auch wieder da. Kannst du was anderes spielen? Elias, was wäre denn lieber? Na, wir machen gleich Schluss für heute. Wir machen gleich. Ich bin auch ein bisschen müde tatsächlich schon. So. Das ist der Apfelbaum. So, was ist jetzt noch relevant? Also, was haben wir hier noch? Das ist, glaube ich, nicht ein relevanter Baum. Das musst du erstmal wissen, ne? Was hier wichtig ist. Hier haben wir noch was. Wir können ja beim nächsten Mal, also wir können uns wirklich mal damit beschäftigen, ob wir nicht wirklich wieder mal uns mit Minecraft beschäftigen wollen, ne? Das wäre schon, sage ich jetzt mal so, eine mögliche Variante. Oh, schau mal. Das ist doch schön. Yellow Flowers. Yellow Flower Seeds. Blue Flower Seeds. Red Flower Seeds. Okay. Also Yellow gab es jetzt nicht extra. Haben wir nur einen. Blau haben wir auch nur einen. Rot? Hä? Was ist passiert? Echt jetzt? Du kriegst gar nicht bei jeder Pflanze einen Samen raus. Na, was ist denn da los? Na, das ist ein Ding, ne?